so what's your name, sir? Dick Impala, Umweltministerium Kanada. You don't really work for Environment Canada, do you? Uganda hat's voll getroffen und niemand hat darüber berichtet. Hier bedeutet eine Überschwemmung, dass Menschen sterben. Junge Leute versuchen, das Finanzsystem der USA zu kippen. Sogar die Polizisten hatten die Schnauze voll. Wir arbeiten mit den Yes-Men. Wir haben uns in Schale geworfen, weil wir hier protestieren. Richtung Maschinengewehr, dann links, da ist die UN. Alles wird gut. So sieht unsere Form von Protest aus gegen die Profitgier der Konzerne. Ich bin Eric Wohlschlegel von der US-Handelskammer. Sie vertreten die Handelskammer? Ja, genau. Der Typ ist ein Betrüger. Er lügt. Haben Sie eine Visitenkarte? Kann ich Ihre sehen? Wissenschaftler sagen, letzte Chance. This is Hurricane Sandy. So what do we do? Wie blöd ist es, den Klimawandel nicht zu berücksichtigen? So blöd! Sie werden jetzt festgenommen. Nur als Teil von etwas weitaus Größerem können wir weitermachen. Ich bin furchtbar nervös. Bohren in der Arktis? Na klar, wir haben schon mal gepumpt. Manchmal klappt es nicht ganz. Ich rufe die Polizei. Wir tragen Kostüme. Ach, je. Mein Kopf steckt in deinem Hintern. Oh, sorry. Genau aufs Auge. Fantastic.